Es war da mal ein Trainer. Er war so ungefähr um die 13 oder 14 Jahre alt. Ach, was weiß ich. Er war gerade mit seiner Pokémon-Reise beschäftigt. Sein erstes Pokémon, ein Fililu, lief neben ihm. Er hatte es schon seit langer Zeit und die beiden waren unzertrennlich. Aber sie waren schwach, sehr schwach. Nicht einen Kampf konnten sie gewinnen. Naja, nicht ein Kampf ist vielleicht ein wenig übertrieben. Den einen oder den anderen haben sie sicher gewonnen. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Ein wenig frustriert ging der Trainer wieder nach Hause mit Fililu an seiner Seite. Er hatte eine Idee. Professor Esche hatte sicher noch ein starkes Pokémon für ihn. Ja, dachte sich der Trainer. Ich werde zu ihr gehen und einfach mal fragen, ob sie da etwas für mich hat. Und das tat er. Und ehe er sich versah, watschelte ein Otaru neben ihm und Fililu her. Fililu wollte er nie aus seinem Team nehmen. Er konnte es nicht übers Herz bringen. Sie wurden stärker. Otaru wurde noch vor dem ersten Arena-Kampf zu Zwitronin und Fililu entwickelte sich mitten im Kampf zu Cleopatra, worauf der Junge ihr den Spitznamen Cleo gab. Aber was erzähle ich schon wieder so unnötiges Zeug? Jetzt komme ich erst zur Sache. Als er in den ewigen Wald ging, war er auf der Suche nach einem Kampf-Pokémon. Er fand keines. Aber stattdessen fand er ein anderes. Ein Cesurio. Ihr denkt jetzt sicher alle, was, ein Cesurio? Auf Route 2? Was hat denn das da zu suchen? Ich kann euch genau sagen, was es gesucht hat. Einen ahnungslosen Trainer. Und den fand es. Natürlich wollte der Trainer dieses Cesurio haben, weil er wusste, dass sie sehr stark und vor allem sehr, sehr selten waren. Cesurio ging so vor, wie es immer vorging bei seinen kleinen Spielchen. Er tat so, als würde er unbedingt zu seinem Team gehören wollen. Oh ja, diese Nummer gelingt ihm wirklich immer. Was Cesurio vorhat, wollt ihr wissen? Nun ja, ihr werdet es früh genug erfahren. Der junge Trainer setzte seit einiger Zeit fast nur noch Cesurio ein. Cesurio war sein, wie er es immer nannte, Goldstück. Irgendwann aber gab er ihm den Spitznamen Darkberry. Wieso er es so nannte, weiß ich nicht. Aber der Name schien sogar Darkberry selber zu gefallen. Der Junge hatte jetzt bereits alle 8 Orden, die er sich fast nur mit Darkberry erkämpft hatte. Die anderen beiden Pokémon kämpften nur selten. Cleo fast gar nicht mehr. Es war nun auch viel häufiger im Pokéball. Genau wie Atmurai. Ja, Zwitronin hatte sich irgendwann entwickelt. Aber Darkberry war immer draußen. Es mochte den Pokéball nicht. Hin und wieder sah der Trainer ein Gladiantri im Gebüsch lauern. Sie waren sicher neidisch darauf, dass er so ein tolles Cesurio hatte und dass sie nie so toll werden würden. Naja, jeder denkt, was er will. Hin und wieder beobachtete er Darkberry dabei, wie er irgendwo hinstarrte und den Kopf langsam schüttelte. Und das nicht selten. Und immer wieder, wenn er es tat, starrte er in einen Wald oder in eine kleine Höhle. Dieses Mal aber sah der Trainer, wie Darkberry nickte und dabei grinste. Es war ein böses Grinsen. Sein Trainer sah Darkberry verwirrt an. Darkberry starrte zurück und sein Grinsen schien immer bösartiger zu werden. Und ehe sich der Trainer versah, war er von einer Horde Gladiantri umzingelt. Der Trainer wusste nicht, was los war. Er stand einfach da, starrte Darkberry an. Es hob seinen linken Arm, was anscheinend Angriff für die Gladiantri hieß. Denn das taten sie. Sie griffen den Armtrainer an. Mit ihren spitzen Klingen. Er hatte noch nicht mal die Chance, sich zu wehren.
Sie nahmen ihm die Pokébälle weg und die Pokémon daraus befreiten sie. Und nachdem sie frei waren, droschen andere Gladiantri gnadenlos auf Cleo und Admurai ein. Hätte er sie doch bloß trainiert, dann wären auch sie stärker, aber das waren sie nicht. Die Gladiantri waren zu stark, viel zu stark. Sie haben die beiden überall zugerichtet und Darkberry stand einfach da und schaute sich grinsend das Geschehen an. Sie haben Cleos Haut komplett abgezogen und ihr Bauch war aufgerissen, sodass die Eingeweide zu sehen waren. Bei Admurai haben sie mit ihren spitzen Klingenhänden die Augen ausgedrückt und mit dem Bauch genau dasselbe. Eines der Gladiantri saß vor dem Bauch des toten Wasser-Pokémon und aß etwas von seinen Eingeweiden. Nach einiger Zeit hob Darkberry seinen rechten Arm und die Gladiantri hörten auf, den Trainer zu verunstalten. Gekrümmt vor Schmerzen lag er da. Fast überall an seinem Körper sah man den roten Lebenssaft aus tiefen Wunden fließen. Darkberry ging auf den leidenden Trainer zu, immer noch grinsend. Er schaute zu Darkberry und flüsterte: Warum? Darkberry grinste noch gemeiner. Hilflos und unfähig, sich zu bewegen, lag er da, vor dem kranken Pokémon. Dann ging es schnell. Darkberry hob seinen Arm, noch kranker grinsend, sodass man nun seine spitzen Zähne sehen konnte. Dann schlug er auf seinen alten Trainer ein und teilte ihn in zwei. Den toten Körper fraß er und es schmeckte ihm. Er aß, bis nichts mehr übrig war. Sogar das Blut, das auf dem Rasen getropft war, hatte er abgeleckt. Glücklich geht Darkberry davon mit seinen Gladiantri-Freunden, die hinter ihm herlaufen. Das ist nun das Ende der Geschichte. Ihr solltet wissen, Cesurio sind sehr kaltblütige Pokémon. Und dieses scheint das kaltblütigste von allen zu sein. Ich warne hiermit alle Trainer da draußen. Falls ihr einem wilden Cesurio begegnet, lauft einfach davon. Tut es! Falls ihr bereits ein wildes Cesurio gefangen habt und es manchmal den Kopf schüttelt, während es in den Wald oder so schaut, dann zerschmettert den Pokéball. Und danach solltet ihr ebenfalls rennen. Es könnte Darkberry sein. Ich weiß es. Darkberry wird wieder auf Jagd gehen. Immer und immer wieder. Es wird keine Ruhe finden, bis es tot ist. Seiner Gladiantri-Bande streift es durch die Gegend, wartend auf den Nächsten, der unwissend ist.